Jo, hi, zurück zu Assassin's Creed. Ich wollte eigentlich jetzt mal mit meinen 50 Steinchen in die Sphinx gehen. Das müsste doch eigentlich irgendwo sein, oder? Große Pyramide Sphinx, genau. Die große Sphinx. Sie ist kleiner als erwartet. Tja. Ach so, irgendwie in den Pfoten soll auch noch ein Eingang sein. Vielleicht sprechen die aber auch von dem geheimen Geheimeingang. Interagieren. Also eigentlich geheimer Geheimeingang hier hinten, ne? Ein verborgener Eingang. Wie konnte ich den übersehen? Den hast du doch nicht übersehen. Du warst schon 14 Mal hier. So, besser mit Fackel. Eine Sackgasse. Das ergibt keinen Sinn. Es muss einen Weg geben. So, großer Raum. Das ist der Raum, wo wir 50 Steinchen reinpacken müssen. Was bisher noch nicht geklappt hat, weil. Hauen wir halt nicht. So. Jetzt haben wir sie aber dabei. Schauen wir mal, was passiert. Kleine Übertragung wahrscheinlich. So, diesmal sind wir vorbereitet. Flupp. Neuübertragung. Segment 6. Zeitsynchronisierung läuft. Seit der großen Katastrophe sind 109 Tage vergangen. Der Bote spricht. Wach auf. Nicht aus einem traumlosen Schlaf oder der Dunkelheit, sondern aus einer Realität, die bald vergeht. Wach auf! Das nächste Kapitel ist unaufhaltsam. Und doch entstehen die größten Revolutionen manchmal aus der Beengtheit des Unmöglichen, nicht wahr? Ich gehe hier raus. Okay, was haben wir jetzt für eine geile Rüstung? Montur, ISO-Rüstung, legendär. Spüre die vollkommene Macht der ersten Zivilisation. Das wollen wir natürlich uns nicht entgehen lassen. Schwing, geil, mit so Reflektoren, damit man nicht überfahren wird auf der Straße. Sehr gut. Ja, das nehmen wir natürlich mit. Sieht ein bisschen aus wie Batman, ne? Ja, oder wie Iron Man. Okay, geil. Hat die denn irgendwie super Rüstwerte? Man weiß es nicht. Ich will vielleicht nochmal gucken, dass wir dieses Dokument hier finden. »400 ist ganz schön weit weg.« Okay, man hört das Pfeifen nicht mehr. Unter der neuen Maske. Okay, komm. Die ist schon cool, die Rüstung. Jetzt laufen wir mal hier weiter. Wo ist das? 100. Ich muss ja nun mal ein bisschen bemühen.
Soll da hinten sein. Kann jetzt nicht so versteckt sein, oder? Da drin. Okay, haben wir. Wie viele sind denn da eigentlich vorgesehen? Also, wie viel haben wir davon schon? Also eigentlich noch drei, ne? Oder geht das hier immer weiter? Weil die könnten wir eigentlich mal kurz suchen, ne? Da ist noch eins, oder? Willkommen! Willkommen in Letopolis! Letzter Traum des verstorbenen Taharka! Ich habe die Geschichten gehört. Mal Szene suchen. Ah, hier, okay. Na gut, dann müssen wir da irgendwie da rein, oder? Wow, hier haben wir noch gar nichts mitgenommen. Mhm. Das war so ein Sidequest, wo wir nicht unbedingt gesagt haben, okay, wir klauen einfach alles, was geht. Achso, das war's schon. Oh. Das war das Dokument, sorry. Aber da unten geht's dann noch rein, okay. Einfach mal die Frauen wegschubsen. Kann man machen. Ja, werden wir herausfinden. Eine Geschichte der verlorenen Hüter, diese. Neue Quest. Jede Menge Quests hier unten. Sehr gut. Ach, Schlange. Könnte mir wahrscheinlich auch diese Rüstung nicht helfen. Doch. Ja. Ja. Hört sich jetzt ein bisschen Iron Man-mäßig an, ne? Wenn er atmet und so. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob wir hier noch weiter scannen sollten und alles Mögliche einsammeln. Ich würde eher sagen, wir gucken mal, dass wir hier nochmal die Quest anchecken, die hier da vorne noch angeboten wird. Es läuft sich schwer mit der Rüstung, ne? Okay, hier nochmal gucken. Hier, lass mich dir helfen. Was? Hältst du mich für hilflos? Ich bin überrascht, dass eine Frau in deinem Zustand so hart arbeitet. Die Ankunft deines Kindes ist ein Segen. Ach, ich bin kein Zimperlieschen. Oh, tut dir etwas weh? Mein kleines Böhnchen macht sich nur etwas bemerkbar. Meine Arbeiter sind zu lahm.
Ich muss dahin und sie antreiben. Lass mich, Libet. Nun gut, gucken wir mal eben. Wo ist das? Okay, let's go. Der Tunnel ist eingestürzt. Baba und Ipui sind noch da drin. Wie kann ich helfen? Bist du stark genug, um den Weg freizuräumen? Na klar, guck dir meine Rüstung an, Digga. Bitte, Ned. Es sind meine Brüder. Okay. Warte hier. Ich tue, was ich kann. Da werde ich wohl durchbrechen müssen. Ja. Hey, du. Bist du verletzt? Ja, hab mir den Knöchel verstaucht. Mein Bruder Baba arbeitete weiter hinten. Der Tunnel ist eingestürzt. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ich hol dich erstmal raus. Dann suche ich ihn. Vorsicht! Ich glaube, ich habe ein Zischen gehört. Oh nein, ein Zischen. Lass mich raten. Baba zischt ein bisschen. Raus mit dir. Zack, zack. So. Bitteschön. Ipui! Jetzt kann ich mich um ihn kümmern. Du musst zurückgehen und Baba finden. Schnell! Er ist vielleicht verletzt oder Schlimmeres. Kümmer dich um ihn. Ich werde deinen Bruder finden. Danke, Neb. So, gucken wir, wo der Vogel geblieben ist. Zischen hört sich nach Schlange an. Surprise, surprise. So, kaputt. Braucht man überhaupt noch eine Fackel mit der Rüstung? Verzeih, dass ich deine Grünen tötete. Wer ist denn keinen anderen Weg. Kaputt. Ist schon kaputt, ne? Bist du verletzt? Nein. Ich konnte mich vor dem Einsturz gerade noch hier reinzwängen. Ich hatte keine Ahnung davon. Wir wollten eigentlich den Fluss erreichen. Das ist sehr wahrscheinlich Teil des alten Tempels. Brauchst du Hilfe, um herauszukommen? Es geht mir gut. Ich gehe zurück zu meinen Brüdern und ruhe mich aus. Was ist das hier bitte? Tja. Das werden wir jetzt mal herausfinden, was es hier ist. Mal Fackel anmachen. Und dann werden wir mir alles abfackeln. Hat keinen Bock, das anzumachen. Auch klar. Ist eine Bibliothek, ne? Irgendwie rüber. So oben raufkrabbeln und solche Geschichten. Sieht so aus, oder? Vielleicht nicht von dieser Seite. Von dieser hier. Komm. Oh, alles klar. Kleiner Moment. Ach, nee, ich will doch nur die Fackel ablegen. So, weg damit. Warte mal, was habe ich denn da übersehen? Das nicht gelesen hier. So, hoch.
Zack, und wieder raus. Ich dachte, das hätte ich vorhin schon kaputt gemacht. Nö. War das auf der anderen Seite? Das war doch vorhin schon kaputt. Haben sie repariert, wa? Junge, Junge, Junge. Nun gut, dann melde ich mich beim Nitro. So, alles fertig. Die schlafen. So, aufgewacht. Vorarbeiterin, der Tunnel ist teilweise eingestürzt, aber ich konnte den Arbeitern helfen. Mein kleines Böhnchen und ich sind froh, dass du noch rechtzeitig vorbeigekommen bist. Mögen die Götter dich tausendfach für deine Mühen segnen. Pass gut auf dich auf und mögen die Götter dein Böhnchen segnen. So, Klagen der Arbeiter abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob ich diese Rüstung weitertragen möchte. Haben wir gefunden. So, ich wollte die anderen... Achso, lass uns vielleicht mal eben ins Inventar reinschauen. Tak, tak, tak. So, es fehlen eigentlich noch zwei. Und haben wir die nicht irgendwo? Waren immer so viele, die ich eigentlich gar nicht eingesammelt hatte. Dachte ich zumindest. Da zum Beispiel, ne? Ne, haben wir. Mhm. Gizeh will ich nochmal gucken, weil da ist ja nun mal schon noch ein bisschen was gewesen. Haben wir das Ding da? Haben wir. Nö, okay. Da. Und da. Okay, das sind schon mal zwei. Wie viel waren es? Ich hatte jetzt nicht mehr geguckt. Zwei oder drei? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall sind hier drei. Okay, hier wollen wir hin. So, nehmen wir uns erstmal das Ding vor hier. Okay, da geht's irgendwie rein. 1000 Leute, verstehe ich, pipapo. Auch noch ein Eingang. Ah, da hinten soll das sein. Okay. Okay, mal gucken. Wie komme ich da hin? Hier quer durch. Wir gucken hier irgendwie so lang. So, jetzt aber mal hoch, bitte. Danke. So, soll mal schauen hier, vielleicht irgendwo. Wo soll das sein? Hier. Quasi hier. Okay. Hier rein kann ich auch nicht, ne? Oh, Entschuldigung.
Das ist es. Jo. Okay, das war Number One von den dreien hier. Mal eben kurz gucken, wo die zweite ist. Zweite ist... Upp, also unten waren sie nicht. Da ist ja die andere. Jo, wenn ihr mich immer rauslassen würdet... Boah, 1000 Milliarden Wachen. Okay, ich krabbel hier raus. Eigentlich muss ich nur über die Wand hier, ne? So, weil das ist die Außenmauer hier, oder? Ja. So, wir müssen eigentlich da hinten hin. Tja, runterspringen nicht gesund, deswegen erstmal hier runterkrabbeln. Und rüber. So. Es ist aber da drüben in diesem Supi-Palast. Wie komme ich denn da hin? Da kann ich eigentlich mich nicht hinbeamen, ne? Da muss ich hinlaufen. Machen wir halt einfach jetzt mal. So, hier muss ich... Kann ich darüber springen irgendwo? Leuchtet unter Wasser. Unbelievable. Okay. Schwupp. So, hier mal Treppe benutzen. So, und jetzt müsste es ja hier drin sein. Ist das bewacht oder darf ich da einfach so rein? Hallo? Lacht ihr über mich? Bist du's? Nein. Tja, dachte ich mir, hier sollte das Dokument nicht liegen. So, ich muss noch mal Sandu vielleicht fragen. Klar, Moment. Wo kann das hier sein? Da drüben. Okay. Autschi. Hier? Also... Mit mir stimmt gar nichts. Also nicht. So, hier ist es nicht drin. Interessant, 34 von hier, 27. Tiefer kann ich nicht, ne? Also es ist hier irgendwie unter, drunter, ne? Kann man hier noch weiter runter? Entschuldigung. Also jede Menge Dokumente, aber nicht meins. So, hier komme ich aber auch nicht so richtig weiter. Jetzt nochmal kurz zurück. Ups. Hier soll es sein, oder? Da soll es sein. Irgendwie da drin. Das muss in der Mauer sein. Irgendwie in der Mauer. Man kann da jetzt nicht irgendwie in die Mauer rein, oder? Tap, tap, tap. Ja, so, jetzt wollen wir gucken. Geheimgang hier irgendwo in der Mauer. Okidoki. Ah, ich hätte jetzt gedacht, hier vielleicht irgendwas Spezielles. Ne.
Hier irgendwas mauertechnisch. Tja, wer weiß es, wer weiß es. Die ganze Mauer ist doch massiv, oder nicht? Ah, was ist hier? Okay. Kann man da irgendwie rein, oder? Was soll das? Ja, ich gehe einfach durch. Okay, sehr schön. Komme ich da auch wieder rein? Was ja. Soll das denn werden? Ja, kann ich dir auch nicht erzählen. Ich weiß auch vor allem nicht, was es soll. Weil eigentlich völlig überflüssig. Ah, zum Fliehen vielleicht. Irgendwie in so einer Mission. Und hier geht ja auch irgendwie nichts, ne? So, ich weiß nicht, wie ich das Ding finden soll. Nick in die City. Hier sollte es sein, oder? Oder war das auf der anderen Seite? Es war auf der anderen Seite. Oh, da kann man noch irgendwie durchkrabbeln. Okay. Auf dieser Höhe. Aber komm, das soll hier irgendwo drin sein, oder? Also nochmal auf die andere Seite. Gib ja nicht auf. Entschuldigung. So, hier irgendwo oben sollte das sein. Nochmal zurück. Sollte es nicht hier sein? Oder da? Ups, da soll es sein. Und ich stehe da drüben, oder was? Ist ja natürlich nicht so gut. Was ist denn das da? So, und jetzt hilft mir das auch nicht. Boah, ich finde das einfach nicht. Es ist hier drin und ich habe das irgendwie verdaddelt. Ich lauf mal richtig. Da oben ist auch so ein Fenster. Irgendwie sichtbar sein, oder? Ach nee. Ist das hier drin? Nö. Aber auch nicht schlecht. Oh.
Was übersehe ich denn? Es ist mehr auf dieser Seite. Und es ist definitiv in der Wand. Also, ich gehe jetzt nochmal darüber. Schlag da drüben alles kreuz und klein. Kurz und klein. Kreuz und quer, kreuz und klein. So, ich kann hier aber nichts machen. Oder hier, oder da. Oder ist es doch da drüben drin? Und ich habe was übersehen. Nö. Sorry, ich habe keine Ahnung, was ist. Ich find's nicht. Nö. So, wo war das andere? 1000 Jahre verdaddelt hier, also das war das. Sehr komisch, ne? Ja, ihr Krokis, seid mal locker. Komisch, dass man es gar nicht findet. Die anderen waren bisher alle sehr leicht. Fragen. Da unten irgendwo. Okay. Hüpf. Natürlich nicht gesund. Und hier ist es nicht, sondern drinnen, oder? Jetzt mal gucken. Okay, hier liegt es auch nicht da, wo es eigentlich sollte. Also im Endeffekt, das, was Senu sieht, ist vielleicht dann doch nicht so richtig gut. Oder präzise. Und es ist dann halt hier irgendwo drin. Was bist du? Erzähl mir mehr über das Natron. Nee, besser nicht. Das kennen wir schon. 40 Tage lang unter einem Berg von dem Zeug. Dann wird er abgebürstet, mit Wein gewaschen und in Leinen gewickelt. Draußen im Hof trocknen noch mehr Leichname. Nicht verfügbar. Also, guck mal, hier ist alles super dargestellt. Alle anderen findet man nicht, ne? Komisch. Wow, das ist ja geil. Kann ich da rein? Sieht tief aus irgendwie, ne? Ja, ist es auch. Wow. Da springt man in so einen kleinen Brunnen rein und zack. What the fish? Na gut. Und darunter springt. Nee. Witzig. So kann man auch abhauen. Wo kommt man raus bei den Krokis oder was? Naja, zumindest mal irgendwo am Fluss. So, was ich nicht verstehe, ich gucke jetzt nochmal in mein Inventar. Oh, alles voll. Hm. Okay, man kann wahrscheinlich noch mehr finden, oder was? Weil ich hatte auch im Kopf, dass es eigentlich viel mehr sind als nur die paar. Ich will mal gucken, ob jetzt hier auf der Map noch irgendwas anderes ist. Wo ich irgendwo was finden kann. Nicht so richtig, ne? Okay, sind dann wohl alle. Denke ich mal. Weiß ich nicht.
Kommt mir jetzt ein bisschen komisch vor. Doch, da ist ja noch eins hier. Ja. Und da ist auch noch eins. Also von daher wollen wir sagen, das waren dann doch nicht alle. Ich muss los. Okay, mehr beim nächsten Mal. Tschüssi.